Ja, vielen Dank, Jeanette Clark nach Berlin. Heute Nachmittag begann die Münchner Sicherheitskonferenz. Unter den rund 600 Teilnehmern sind etwa 3 Dutzend Staats- und Regierungschefs und etwa 100 Minister. Als prominenteste Redner sind Bundeskanzlerin Merkel und US-Vizepräsident Pence angekündigt. Auf der Liste der Themen der Konferenz stehen die Zukunft Europas nach dem Brexit, das transatlantische Verhältnis und der Streit über die NATO-Verteidigungsausgaben sowie das Ende des IFN-Abrüstungsvertrages mit Russland. Sehen Sie nun die Eröffnungsreden von Wolfgang Ischinger und Ursula von der Leyen. Mein Enkel hat mir das zu Weihnachten geschenkt und heute habe ich es das erste Mal an, dieses Sweatshirt. Exzellenzen, meine Damen und Herren, verehrte Freunde der Münchner Sicherheitskonferenz. Dies ist die 55. Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist ein Ereignis, das zu Anfang des Kalten Krieges seinen Anfang nahm, als eine deutsch-amerikanische Diskussion stattfand in verrauchten Räumen, entweder hier in diesem Hotel oder auch nebenan in einem anderen Hotel. Das einzige Thema, um das es damals ging, war folgendes: Wie können wir die Sowjets von uns fernhalten? Wir haben seitdem viel erreicht in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in den letzten 2 Jahrzehnten, würde ich sagen. Wir haben viel erreicht. Wir haben die Sicherheitskonferenz umgewandelt in ein defensives Ereignis des Kalten Krieges. Sie ist jetzt eine Plattform, wo man könnte schon sagen, auf globaler Ebene, auf internationaler Ebene Sicherheitsdiskussionen stattfinden. Ich möchte Sie alle sehr herzlich begrüßen, alle Redner, alle Ehrengäste, alle Podiumsteilnehmer, alle Teilnehmer und alle, die entweder im Fernsehen oder per Livestream auf unserer Website zuschauen. Herzlich willkommen. Dieses Jahr haben wir noch mehr hochrangige Redner und Teilnehmer dabei. Mehr als 35 Staats- und Regierungschefs haben wir hier, mehr als weit über 50 aus dem Ausland und mehr als 30 Verteidigungsminister und auch sehr viele andere Experten, Vertreter von Parlamenten, aus der akademischen Welt, aus der Wirtschaft und auch von Denkfabriken. Meine Damen und Herren, keiner freut sich mehr als ich, dass diese Konferenz so stark angewachsen ist. Dennoch mache ich mir auch persönlich große Sorgen, dass viele von Ihnen vielleicht gar nicht hierher kommen, um miteinander zu reden, sondern um übereinander zu reden. Meine Damen und Herren, Vertrauen ist die Währung der Diplomatie. Das Vertrauen ist auf besorgniserregende Weise verloren gegangen. Es gibt Unsicherheiten, Instabilitäten, es gibt Misstrauen. Diese kennzeichnen heute unser internationales Klima. Wir sind nicht nur die Zeugen einer langen, endlosen Serie größerer und kleinerer Konflikte. Es gibt noch ein grundlegenderes Problem. Ich bin der Meinung, wir erleben derzeit eine epochale Verschiebung. Man hat es eine neue Ära des Großmächtewettbewerbs genannt. Und wir sehen, dass die liberale Weltordnung auszufransen scheint. Kommt es also zu einer Neuordnung, zu einer großen Neuordnung dieser Weltordnung? Können die Verteidiger der internationalen Weltordnung, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht wurde, diese Weltordnung schützen? Oder wird es dazu kommen, wie mein Freund Rybanov gesagt hat, dass es einen perfekten Sturm, wie er es genannt hat, der dazu führt, dass kaum etwas übrig bleibt an Teilen, die man aufheben und wieder zusammensetzen kann. Am wichtigsten ist es zu sagen, dass diese neuen Unsicherheiten dazu führen, dass Sie alle, Sie als Führungskräfte, noch eine größere Verantwortung tragen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Es reicht nicht, wenn man nur zusieht, wie Institutionen, die jahrzehntelang aufgebaut wurden, jetzt erodiert werden. Es reicht nicht, wenn man nur zusieht und abwartet,
Während Langzeitkonflikte die Zukunft künftiger Generationen weltweit zerstören. Es reicht nicht, wenn man nur abwartet und hofft und betet, dass das Schlimmste uns erspart bleibt. Meine Damen und Herren, alle Sicherheitsherausforderungen, vor denen wir heute stehen, an diesem Wochenende, da geht es um regionale Konflikte bis hin zu Abrüstung, Rüstungskontrolle oder nicht stattfindende Rüstungskontrolle, Wettrüsten, bis hin zu Klimaveränderungen, internationales organisiertes Verbrechen. All diese Konflikte sind menschengemacht. Sie können und sie müssen von uns gelöst werden. Niemand anders kann das tun. Es gibt niemanden. Eine Welt, in der es auf Partner ankommt. Wir erleben derzeit gewaltige Veränderungen im technologischen Fortschritt, im Klimawandel, in der Verteilung von Wohlstand und im globalen Gleichgewicht der Mächte. Und diese vielen Veränderungen, die wir alle erleben, die bergen Unsicherheiten, aber sie bergen auch ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Alle Staaten streben nach Partnern, um diese Möglichkeiten und Chancen auszuschöpfen und gleichzeitig auch, um ihre Bürgerinnen und Bürger vor Risiken zu schützen. Keinem Staat wird das allein auf nationaler Ebene gelingen. Wir brauchen und wir suchen Zusammenarbeit und wir tun das alle. China zum Beispiel treibt den Ausbau der Seidenstraße voran, Russland die Eurasische Union, Deutschland setzt sich für eine starke Europäische Union und eine starke NATO ein. Aber unsere Vorgehensweise unterscheidet sich fundamental. Wir setzen in der NATO und in der Europäischen Union auf echte Partnerschaft. Unsere Partnerschaft basiert nicht auf Dominanz. Sie schafft keine politische oder wirtschaftliche Abhängigkeit. Unsere Partnerschaft macht stark. Denn sie stärkt die eigene Souveränität, denn in unserer Partnerschaft stehen Werte und Interessen im Einklang. Und während die einen in der Welt die Welt als Nullsummenspiel begreifen, sehen wir die Gelegenheit, gerade durch diese Partnerschaften gemeinsam zu wachsen und gemeinsam unsere Möglichkeiten zu entfalten. Und deshalb, meine Damen und Herren, bleibt die NATO für unsere Sicherheit die erste Wahl. In der NATO sind wir einander mehr als Partner. Wir sind Verbündete. Wir sind Verbündete, weil jeder von uns unerschütterlich zum Artikel 5 steht. Weil wir unseren schwächsten Verbündeten genauso beistehen wie unseren stärksten. So wie wir das nach 9/11 getan haben, bislang zum ersten und einzigen Mal. Und weil die NATO mehr ist als eine militärische Allianz. Sie ist eine politische Allianz. Und gerade diese politische Allianz fordert heute das neue herausstechende Merkmal unserer Sicherheitslage. Dieses Merkmal ist die Wiederkehr der Konkurrenz der großen, der globalen Mächte. Unsere amerikanischen Freunde haben dies bereits früh erkannt. Wir erkennen es inzwischen auch. Wir sehen, ob wir es wollen oder nicht. Deutschland und Europa sind Teil dieses Konkurrenzkampfes. Wir sind nicht neutral. Wir stehen auf der Seite der Freiheit. Wir stehen auf der Seite der Menschenwürde. Wir stehen auf der Seite der Demokratie und der Herrschaft des Rechtes. Und genau dafür steht die NATO seit 70 Jahren. Die NATO bietet Verlässlichkeit in einer immer unberechenbarer werdenden Welt. Und damit das so bleibt, erlauben Sie mir drei Bemerkungen über die NATO der Zukunft. Erstens, wir Europäer müssen mehr in die Waagschale legen. Der amerikanische Ruf nach mehr Fairness in der Lastenteilung, wir kennen ihn seit vielen Jahren, ist berechtigt. Es brauchte ja für uns erst Russlands Aggressionen gegen die Ostukraine, damit wir umsteuern. Aber
Alle europäischen Verbündeten haben seitdem ihren Verteidigungshaushalt erhöht. Der deutsche Verteidigungshaushalt ist seit 2014 um 36% nach NATO-Kriterien gestiegen. Und wir haben einen klaren Plan. Vom Weißbuch bis zum Fähigkeitsprofil zeigen wir im Detail, wie wir unsere Bundeswehr bis 2024 und darüber hinaus modernisieren wollen. Damit wir dann unser Budget 10 Jahre nach Wales bei den 1,5%, die wir der NATO angezeigt haben, erhöht haben, das wird dann eine Erhöhung um 80% sein. Das ist eine Leistung. Aber wir sind auch realistisch. Wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen. Gerade wir Deutschen, wir halten am 2%-Ziel fest, so wie die Bundesregierung es der NATO zugesichert hat und wie es in unserem Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und auch wir Europäer müssen mehr tun. Wir haben uns auf den Weg gemacht zu einer europäischen Verteidigungsunion. Endlich haben wir Mittel und Wege gefunden und in die Hand genommen, um der Fragmentierung in Europa entgegenzustehen. Wir harmonisieren jetzt unsere Planung, die Beschaffung, die Einsatzfähigkeit. Dadurch entstehen neue, es entstehen gemeinsame, es entstehen europäische Fähigkeiten. Aber diese Fähigkeiten gehen direkt und unmittelbar auch zum Nutzen der NATO. Denn wenn wir Europäer stärker in der Lage sind, bei Krisen geschlossen als Europäer auch zu handeln, dann ist das auch ein Beitrag zur transatlantischen Lastenteilung. Um mehr in die Waagschale legen zu können, müssen wir aber auch mit so manchem Widerspruch aufräumen. Es wird anstrengend sein. Deutschland setzt sich für das Mehrheitsprinzip in der europäischen Außenpolitik ein. Das ist richtig, das ist gut. Aber dann müssen wir auch anerkennen, dass deutsche Maximalpositionen nicht immer mehrheitsfähig sind. Unsere Außenwirtschaftspolitik sollte eine europäisch abgestimmte sein. Nur dann ist sie stimmig. Auch müssen wir dringend Klarheit beim schwierigen Thema Rüstungsexport schaffen. Wir Deutschen sollten nicht so tun, als seien wir moralischer als die Franzosen oder menschenrechtspolitisch weitsichtiger als Großbritannien. Wir müssen die politische Kraft aufbringen für eine verlässliche, eine gemeinsame Linie, einen europäischen Standpunkt, der unsere Sicherheitsinteressen und unsere humanistischen und humanitären Prinzipien zusammenführt. Das geht. Zweitens, wir müssen das Prinzip der Fairness in der transatlantischen Freundschaft hochhalten. Fairness gilt für die militärische Lastenteilung, aber Fairness gilt auch für die politische Entscheidungsfindung. Wir pflegen in unseren Missionen den Grundsatz gemeinsam rein, gemeinsam raus. Das heißt, es ist gleichbedeutend mit gemeinsam entscheiden. Das gilt zum Beispiel auch für Afghanistan, die Mission Resolute Support Mission. Das Bundeskabinett hat diese Woche beschlossen, das Mandat der Bundeswehr um ein weiteres Jahr zu verlängern. Damit zeigen wir sehr klar, dass wir zu unserer Verantwortung stehen. Denn die afghanischen Sicherheitskräfte brauchen noch lange Beratung und Ausbildung, um selber dann in der Lage zu sein, auch die Taliban in Schach zu halten. Deshalb war es für uns auch gut und wichtig, dass wir gestern in der NATO ausführlich über Afghanistan mit unseren amerikanischen Freunden gesprochen haben. Es ist gut, dass wir miteinander besprochen haben, dass jede Weiterentwicklung der militärischen Mission an den Fortschritt der Friedensgespräche gekoppelt ist. Und dass Entscheidungen im Lichte des Fortschritts gemeinsam in der Allianz besprochen und getroffen werden. Bei all dem wissen wir nämlich, dass ein echter Friede in Afghanistan nur ein afghanischer Friede sein kann. Das heißt, dass die Ergebnisse der Gespräche mit den Taliban auch von der afghanischen Regierung getragen sein müssen und selbstverständlich auch von der gesamten afghanischen Gesellschaft.
gemeinsam entscheiden. Das muss auch für Syrien und Irak gelten, wo fast alle NATO-Mitglieder zum Kampf gegen den IS beitragen. Wir haben heute Morgen hier in München in der Defeat ISIL Core Group das weitere Vorgehen besprochen. Unsere Mission in der Koalition gegen den Terror, unsere Mission geht weiter. Denn der IS ist noch nicht vollständig geschlagen, auch wenn er physisch weitgehend geschlagen ist. So verändert er doch zurzeit seinen Charakter, indem er immer stärker in Untergrundnetzwerke wohlorganisiert geht. Das heißt aber auch für uns, dass sich unser Schwerpunkt verschieben muss. Verschieben von der rein militärischen Komponente immer stärker hin zur Stabilisierung und zur Resilienzbildung dieser Region. Wir haben jetzt im Irak eine neue Regierung, das ist gut. Wir sollten sie gemeinsam dabei unterstützen, dass sie jetzt im Wiederaufbau alle Gruppen, und wenn ich von allen Gruppen spreche, dann meine ich Schiiten, Sunniten, die Kurden, die so tapfer an unserer Seite den Kampf gegen den IS gefochten haben, an vorderster Front sind sie gewesen mit vielen Verlusten, alle Gruppen bis hin zu den Jesiden, gleichermaßen dann aber auch am Wiederaufbau dieses Landes beteiligt werden. Nur so wird es uns gemeinsam gelingen, den Frieden zu gewinnen. Dass Gemeinsamkeit stärker macht, sieht man schließlich auch am INF-Vertrag. Es ist richtig, dass wir als NATO den russischen Bruch des Vertrages verurteilen, dass wir alles tun sollten, um die Substanz des Vertrages, wenn irgend möglich, zu erhalten, dass wir klarstellen, dass wir auf die erhöhte Gefahr, die die russischen Waffen gerade für uns in Europa bedeuten, reagieren müssen und dass wir jetzt gemeinsam analysieren, welcher kluge Mix an Maßnahmen zu ergreifen sein wird, wenn Russland nicht beidreht. Eins ist auch klar, das alte Tit for Tat der 80er Jahre wird uns dabei nicht weiterhelfen. Und ebenso gewiss werden Rüstungskontrollinitiativen ein wichtiger, aber kein ausreichender Teil der Maßnahmen sein. Entscheidend ist für uns in den nächsten Monaten, dass wir als Verbündete gemeinsam diese Wegmarken auch beschließen. Denn nur so gewinnen wir an Überzeugungskraft und schlussendlich dann auch an Legitimität. Und drittens, als NATO-Verbündete muss uns immer wieder beides leiten. Interessen, berechtigt, ja, und auch Werte. Gerade weil wir in einer Zeit leben, in der Politik immer mehr von Emotionen getrieben wird. Gerade weil wir erleben, wie aus Machtinteresse Angst geschürt wird, wie mit der Wahrheit gespielt wird, wie unser Diskurs vergiftet wird. Gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass unser Handeln als atlantische Verbündete durch Interessen und Werte bestimmt wird. Zur Wahrheit gehört ja auch, dass uns das nicht immer gelingt oder gelungen ist in der Vergangenheit. Aber im Gegensatz zu anderen lassen wir uns an diesem hohen Anspruch messen. Und natürlich geht es in der NATO um Cash, Capabilities und Contributions. Aber genauso geht es um Dignity, Decency and Dependability. Und wenn es uns gelingt, das zu einen in der NATO, dann ist mir nicht bange um den Zusammenhalt und die innere Stärke der NATO in der Zukunft. Vielen Dank.